Das ist häufig das, was man, wenn man sich selbst was beibringt, hier gerne übersieht, weil man es nicht weiß, weil man da nicht dran denkt. Und Sicherheit ist immer allererster Stelle. Ich sollte immer Erfahrung haben, einen richtigen Segelschein zu machen, ist auch nicht verkehrt, weil da lerne ich sehr, sehr viel. Hat zwar ein ganz anderes Boot, ganz andere Eigenschaften, aber alles, was mit Seefahrt zu tun hat, Regeln auf dem Wasser, Regeln auf Binnenseen, Regeln auf dem Meer, das sind alles so Sachen, die man sich beibringen kann. Und naja, vielleicht macht es auch mal Spaß, in einem Urlaub dann tatsächlich mal einen Segelkurs zu machen. Ja, ist auch nicht so ohne. Und ich habe das auch schon erlebt von einem Könner, der hat mir das Boot rückwärts eingepackt. Habe ich noch nicht geschafft. Ja, aber es war halt ein Könner. Nochmal zum Lernen. Wir bewegen uns in der Natur. Die Natur, in dem Fall der Wind und das Wasser, kann enorme Kräfte entwickeln. Gegen diese Kräfte, rein von der Philosophie her, habe ich nie, aber auch wirklich nie eine Chance. Ich habe nur die Möglichkeit, sie in eine Richtung zu lenken, mit der ich zurechtkomme. Das heißt, irgendwas mit Kraft zu machen, funktioniert in der Regel überhaupt nicht. Ich kann, wie gesagt, schauen, geht die Kraft in die richtige Richtung und wird die Kraft so groß, dass ich noch damit zurechtkomme. Sprich, Wetter. Eigentlich, ich muss einfach verstehen, was macht das Wetter? Kommt ein Gewitter daher? Das ist zum Beispiel sehr interessant. Ich kann morgens um 10 schon sagen, ob nachmittags um 4 sehr wahrscheinlich ein Gewitter da sein wird. Ich kann es zwar nicht ausschließen morgens um 10, aber sehr deutliche Zeichen sind morgens um 10 meistens schon da. Und diese Richtung, also es geht oft weniger um Segeltechnische als um die Randbedingungen, die wichtig sind, um eben sicher unterwegs zu sein. Was für uns jetzt noch von Bedeutung ist, wir haben jetzt mit unserer Einführung ein relativ weites Thema gestreift, über den Aufbau der Boote, wie sie ergänzt werden müssen, um segeln zu können, eine kleine Einführung ins Segeln und was ich beachten muss, um sicher unterwegs zu sein. Für uns ist es wichtig, dass Sie uns jetzt auch Fragen stellen in Bereichen, die Sie tiefer interessieren. Denn in allen Bereichen in die Tiefe zu gehen, um die Möglichkeit nochmal zu erwähnen, wir hören gerade Madagaskar bis Kapstadt. Es wurde hier schon von Europa bis Amerika gesegelt, der Atlantik überquert, mit einem serienmäßigen oder minimal modifizierten Faltboot. Das ist zwar jetzt nicht gerade Standard und wurde bisher auch einmal geschafft, nur ist nicht zur Nachahmung zu empfehlen, aber es stecken enorme Potenziale in den Booten. Aber bitte fragen. Kann man das Boot auch auf einem Auto transportieren, auf einem Kajakträger zum Beispiel, also aufgebaut? Sicher kann man das, wenn man so einen Trailer dabei hat. Ach so, hat man das nicht gehört? Ob man das Boot auf einen Trailer oder auf ein Autodach transportieren kann? Das ist möglich. Ich selbst habe das schon beim zweiten Mal unter 10 Minuten aufgebaut und für mich ist das im Prinzip schneller im Auto verstaut, als oben auf dem Dach verzurrt, richtig verzurrt. Ich muss eines bedenken, ich darf, wenn ich einen Dachträger habe und ein Boot drauf habe, eigentlich nicht schneller fahren wie 80. Bei 80 und ein Hindernis obendrauf ist schon so eine Dachlast, so ein Zug da drauf, dass ich bei den meisten Fahrzeugen an der Grenzwert bin. Die Dachträger halten zwar mehr aus vom Gewicht, aber die Zugkraft von dem Wind ist schon enorm. Fahre ich jetzt 100, dann wird es immer schwieriger, also wird immer mehr. Es werden ein paar hundert Kilo plötzlich, 120 und dann hört man das wieder im Radio, dass da irgendein hat einen ganzen Dachträger verloren hat mit dem ganzen Gepäck. Und das übersieht man dann häufig, dass die Leute dann einfach zu schnell fahren. Sie haben hochpässige Fahrzeuge und dann geben sie halt mehr gern Gas. Das wird dann riskant. Im Sommer gibt es einen zweiten Grund, warum ich das nicht aufs Dach tue, wenn nämlich der Teer auf der Straße weich wird. Und der Vordermann die Teerbatzen mir gegen das Auto schmeißt, ärgere ich mich schon. Wenn es aber am Boot ist, dann ärgere ich mich noch viel mehr. Ja, also das muss nicht unbedingt sein, deswegen Wiederverlad. Es geht, es ist jederzeit möglich. Das ist gar kein Problem. Überhaupt kein Problem. Also die Frage war, ob das Boot Vibrationen aushalten würde. Ich kann Ihnen mal zeigen, was das Boot alles aushält.
Das Boot und die Leinwand stehen in Konkurrenz.